Leuchtet es. Ta-tü-ta-tü-ta-ta, haben wir gesungen. Ja, ich nehme das auf, was von den Kindern kommt. Und das wiederhole ich, das führe ich weiter, das wird in Rhythmen verwandelt. Klar, ne? Und in Höreindrücke, die die Kinder dann wiederum kopieren. Und das, das ist ein großes Spiel. Na, ne, na, ne. Ah, wir können auch mit na, 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 na. Also ich finde es sehr faszinierend jetzt an seinem Beispiel, welche Klänge abrufbar sind, welche oder von ihm kommen, nicht abrufbar, sondern aus ihm herauskommen und welche Rhythmusvielfalt da ist, ohne dass er sich dessen bewusst ist. Sing es mit Nane. Nane, Nane. Nein. Ich habe das Gefühl, er ist sehr empfänglich für diese Rhythmen, was wir gerade gemacht haben, dass er so genau aufnimmt den Rhythmus, die Silben und auch die Anzahl manchmal. Natürlich ist jedes Kind auch anders, aber natürlich weiß man nicht, wie das ohne gewesen wäre. Ne? Ich habe bis 2013 hier studiert. EMP. Ja, genau. Mama. Habe auch ganz viel mit Kindern gearbeitet schon, bevor ich selber welche gekriegt habe. Mama. Ganz viel ausprobiert schon. Und aber mit dem dritten tatsächlich am meisten jetzt gemacht. Also es war am stringentesten tatsächlich, dass ich auch dran geblieben bin mit Rhythmusspielen, Dialogen, Liedern, die so konstant durchgehen. Weil er einfach auch am meisten drauf angesprochen ist und vielleicht, weil ich auch am meisten Zeit da rein investiert habe. Bei den ersten beiden nicht so gemacht. Nane. Nane? Nane. 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 Und gerade bei den kleinen Kindern ist diese Form der Audiation, das ist einfach das Intuitivste, habe ich das Gefühl. Man geht da gar nicht so sehr von sich aus, sondern was die Kinder geben. Und das übernimmt man. Das ist, habe ich in seinem Fall gemerkt, dass das wirklich sehr, sehr schnell anspricht. Diese kurzen Silben, die man wiederholt, die dann auch zu einer Art Ritual werden. Das ist eine hervorragende Möglichkeit, Musikalität reinzubringen. Einfach in die und ganz, ganz viel zu wiederholen und zu üben und ihm schon, ohne dass er sich dessen bewusst ist, Dinge klar macht, die er dann später abrufen kann. Es baut sich eigentlich in den Alltag ein, finde ich, weil es immer, wir wohnen zum Beispiel an einer Straße, wo ganz viel Feuerwehr und Polizei vorbeikommt und das nehmen wir immer wieder auf. Und dadurch ist dieses Tatütata ist sehr präsent und auch das andere Lüder, Dinge. Ne? Genau. La lila la. Tatütata. 1¼, so jetzt. Mama. Levi. Wir erfinden Lieder zu Situationen, wenn es zum Beispiel ans Aufräumen geht oder an die unbeliebten Themen wie Anziehen, Umziehen, Zähne putzen. Da ist eigentlich immer Geräusch und Musik dabei. Zum Einschlafen natürlich am allermeisten. Also die Kinder schlafen nie ohne Musik ein. Das Klavier steht im Kinderzimmer, also eins der Klaviere. Das ist nicht vorgefertigt, dass sie jetzt Musiker werden, aber sie werden das als Wortschatz mit reinnehmen in ihr Leben. Ist Musik Kommunikation? Ja. Ja, das ist eine Art des Ausdrucks und dazu gehört ja jedes Geräusch. Also wenn sie weinen, ist es eine Art Musik schon, weil es den Ausdruck widerspiegelt, den sie gerade empfinden. Und das kann man dann auch gut aufnehmen als Eltern. Es hilft einfach sehr, um dieses Wissen der Geräusche und was auch ein Seufzer zum Beispiel mit einem körperlich macht oder
ja, einen empfinden lässt. Und wenn man das auch nachmacht als Eltern, kann man sich auch besser reinversetzen in die Kinder.